Und das ist der Start zum großen Preis von Maienfeld. Der große Preis der Stadt Maienfeld mit Borderline, der wie letztes Jahr die Spitze übernimmt gegen das erste von 34 Hindernissen, die Mauerhecke. Mit Borderline vor Mendorov, dann folgt Papageno mit Bumar, der nicht ganz am Schluss geht dieses Mal, dann folgt Zwickwebwein und am Schluss ist es Gakko Doliba in einer Kolonne gegen das zweite Hindernis, den Jeninser. Mit Borderline in nicht allzu schnellem Tempo, vernünftig für 5400 Meter. Das zweite von 34 Hindernissen, der Jeninser, Borderland, Mendorov, dann Papageno, dann folgt Bumar mit Sweet Red Wine und am Schluss lauert Jürg Langmeier mit Gakko Doliba. Gegen das Dalio Breton, den Erdball und dann den Pappelsprung. Vorne ist Borderland. Er zeigt dem Feld den Weg, dann Mendorov, eine kleine Lücke bis zu Papageno, dann Sweet Red Wine, dann folgt Borderland und am Schluss Gakko Doliba. Es geht runter zum grünen Sprung, der Restaurant Grünwaldsprung. Früher war das die Juramauer, wie gesagt, heute Morgen schon wurde entschärft. Heißt jetzt Restaurant Grünwaldsprung. Vorne ist Borderline mit Mendorov, der sehr gut springt, ebenfalls stark gesprungen. Sweet Red Wine an der Seite von Papageno, dann Bumar und am Schluss noch im Schlafmodus ist es Gakko Doliba in schöner Haltung mit dem Kopf nach unten. Das Feld kommt vor die Tribüne, zum ersten Mal an der Tribüne vorbei und der Tribünensprung mit Borderland. Und da begrüßen wir das Feld. Borderland, Borderland, dann Papageno an dritter Stelle. Im Feld ist es die Nummer 2, Sweet Red Wine mit der Nummer 6, Poma und am Schluss Gakko Doliba. Alle gut gesprungen, als nächstes wieder die Mauerhecke und dann die Wendung nach links mit Borderland, Mendorov, Papageno, Sweet Red Wine, dann Bumar und Gakko Doliba. So kommt das Feld über die Hürde, dann hoch zum Holzbrunnen mit Borderland, der 13-Jährige, zeigt den Weg. Dann Mendorov, Papageno, Sweet Red Wine, Bumar und Gakko Doliba. Hoch zum Holzbrunnen und dann der Sprung des Zweckverbandes Falknis, der Koppelrick mit Borderland, Mendorov an dritter Position, Papageno unverändert. Vierter ist dann Sweet Red Wine, dann Bumar und Gakko Doliba immer noch am Schluss des Feldes. Jetzt einer der schwierigsten Sprünge im Parcours. Die Landung ist tiefer als der Absprung mit Borderland. Mendorov, Sweet Red Wine mit einem Riesensprung. Vierter ist Papageno, dann folgt Bumar und am Schluss Gakko Doliba. Dann über die Jagdhürde und gleich die Wendung nach rechts von uns aus gesehen, über den Holzsprung und vor die Tribüne. Mit Borderland, dann Mendorov, Papageno schiebt sich an zweite Position, dann Sweet Red Wine, Bumar und Gakko Doliba am Schluss des Feldes. Über den Käppeli Wald zum ersten von dreimal. Dann gleich die Wendung nach rechts von der Tribüne aus gesehen nach links. Mendorov. Von der Tribüne aus gesehen nach links. Genau, da kommt Mendorov. Lässt jetzt Borderland wieder nach vorne. Dann kommt Papageno an dritter Stelle. Südreiter ist vierter. Bumar ist zur Stelle. Und Jürg Langmeier schaut sich das Ganze immer noch von letzter Position aus an mit Gakko Doliba. Gegen den Holzsprung und dann der Maueraufsprung mit Borderland, vor Mendorov, dann Papageno, Sweet Red Wine, Bumar und Gakko Doliba. Der Maueraufsprung, dann hoch gegen den Pappelsprung und Talü Breton. Unverändert Borderland, der im vernünftigen Tempo den Weg zeigt. Papageno mit, zusammen mit Mendorov an zweiter Position. Dann folgt Sweet Red Wine mit Bumar und Gakko Doliba. Alle springen sauber. Pappelsprung, dann Talü Breton, der Erdwall und wieder über die Hürde. Und dann der Käppeliwall von der schwierigeren Seite. Unverändert Borderland. Mit Papageno jetzt an zweiter Position. Mendorov ist dritter, Sweet Red Wine vierter, Bumar fünfter und Gakko Doliba ist sechster. Es ist buchstäblich absolut noch alles möglich. Jetzt die Wendung für die Reiter nach rechts über den Käppeliwall.
etwas schwierigeren Seite. Käppeli-Ball, das 21. von 34 Hindernissen mit Borderline. Papageno, das ist etwas eng für Bomar, kein Problem. Bomar an fünfter Stelle, hinter ihm nur noch Kakao Dolivat, aber da hat Jürgen Langmeier noch einiges in der Hand, so scheint es jedenfalls. Es geht über die Jagdhürde und dann wieder der Restaurant Grünwaldsprung, die Wendung nach rechts zum Mauertiefsprung. Es sind einige Wendungen und da kommt es darauf an, dass man hier richtig erwischt, um nicht zu viel Boden zu verschenken. Vorne ist unverändert Borderline, Memberov, Papageno, Sweet Red Wine, Bomar und am Schluss Kakao Dolivat. Grünwaldsprung und die Wendung von uns aus gesehen nach links der Mauer, Tiefsprung. Wer erwischt stehen am besten? Machen alle gut. Die Wendung nach links, unverändert an der Spitze Borderline. Wieder über den Holzsprung, dann die Wendung nach links, wieder vor die Tribüne und der Käppeli-Ball zum letzten Mal. Vorne ist Memberov wieder innen an zweiter Stelle auf dem kürzesten Weg. Ganz innen aber Papageno, Borderline, Memberov, Papageno, sieht er einen Geld, dann mit dem Schachbrettmuster Bomar und am Schluss Kakao Dolivat. Über den Käppeli-Ball zum letzten Mal. Dann die Hürde und dann die Schlüsselstelle, die wichtige enge Wendung nach links gegen die Trippelhecke in die Diagonale und der Wassergraben. Jetzt suchen sich die alle da eine gute Position. Was macht Jürg Langmeier an letzter Stelle? Wo versucht er anzugreifen, wenn er überhaupt kann? Vorne ist Sweet Red Wine jetzt außen auf dem vielleicht etwas besseren Weg. Sweet Red Wine, Memberov in der Mitte, Borderline rechts und Spitz von Sweet Red Wine. Sweet Red Wine ist gestürzt, Reiter bleibt liegen, Pferd wurde weiter galoppieren, hoffen wir, dass Reiter nichts getan hat. Und jetzt versucht Jürg Langmeier innen durch, haben Sie es gesehen, von letzter Position geht er jetzt an zweite Stelle. Das ist schon ein Teufelskerl, aber vorne ist Memberov. Memberov hat die Spitze, Kakao Dolivat an zweiter Position und einen guten Endspurt hat in aller Regel Bomar, Borderline scheint geschlagen, Papageno ist an vierter Position noch mit dabei. Vorne aber ist Memberov. Memberov, Kakao Dolivat, Borderline ist geschlagen an fünfter Position. Dafür ist Kakao Dolivat mit einem Riesensprung jetzt alleine an zweiter Position. Und Papageno ist vierter. Vorne macht Memberov jetzt richtig Dampf. Memberov vor Kakao Dolivat über den englischen. Mit einem etwas einem Kamikaze-Satz ist Bomar an zweiter Stelle gesprungen. Vorne ist Memberov, aber Bomar ist zur Stelle. Kakao Dolivat ist noch nicht geschlagen, auf Papageno nicht. Vier Pferde gegen den zweitletzten Sprung, den Jeninser. Und da verliert Kakao Dolivat Boden. Vorne ist Memberov, Bomar ist zur Stelle. Dann folgt auch Papageno. Aber vorne ist Memberov und Bomar. Papageno versucht, außen ist, ganz rechts außen ist es Bomar. Mit Memberov und dann kommt Papageno. Memberov, Papageno wird schneller.